Hi, ich bin Mathis vom Kreis Jugendring Emsmoor und stehe gerade vor dem LKA Longhorn in Stuttgart. Hier warten schon viele Fans auf das Konzert von Haftbefehl, das in wenigen Minuten losgehen wird. Nun befrage ich noch ein paar Leute, was Menschen und eben auch Haftbefehl an Waffen fasziniert. Haftbefehl stellt sich ja viel mit Waffen dar, mit Pistolen oder Messern. Was denkst du, warum tut er das? Gangster-Rap ist so geprägt halt mit viel Waffen und so. Das ist Hollywood, der verkauft damit, verstehst du? Jeder hat halt seinen Stil. Wenn du Crown siehst, der macht einen ganz anderen Stil. Haftbefehl macht halt, er bringt ein bisschen Amerika hier in Deutschland. Haftbefehl will die Realität darstellen, wie sie ist. Er will kein Optimalbild, kein ideales Bild darstellen. Er lebt in der Großstadt, er kommt aus Offenbach. Waffen sind in der Großstadt, in der Nacht, in gefährlichen Gebieten, sag ich jetzt mal, gang und gäbe. Er spielt damit auch seine Vergangenheit an. Wenn man die Biografie von Haftbefehl kennt, weiß man ja auch, dass er in der Vergangenheit damit Probleme hatte. Man muss im Videoclip Waffen benutzen, in seinen Texten muss man Waffen benutzen, dass auch die Jüngeren, die Hip-Hop-Leute stehen darauf. Ganz klar, also das meint er selber, glaube ich, gar nicht so ernst. Das ist einfach nur Image. Um was wiederzuspiegeln, Waffen sind Zorn, Waffen sind Straße, Waffen sind allgegenwärtig. Manche Leute sagen, Waffen machen stark. Was hältst du davon? Du hast mehr Vorteil. Zum Beispiel, wenn ein Typ vor dir aufsteht, der kann so breit sein wie ein Schrank, nutzt ihm auch nichts, wenn er eine Kugel im Kopf kriegt. Um andere einzuschüchtern, machen Waffen natürlich schon stark, aber so an sich, für die eigene Persönlichkeit machen Waffen nicht unbedingt stark. Stärke kommt vom Charakter her, nicht vom Äußerlichen, ja. Man kann seine Stärke mehr im Charakter zeigen als mit Waffen. Entweder ich habe eine starke Persönlichkeit oder ich habe halt keine und da macht mich auch eine Waffe nicht stärker. Der Mensch muss stark sein, nicht die Waffen. Manche sagen auch, Waffen machen männlich. Was hältst du davon? Waffen machen männlich. Also ich halte davon, Waffen passen zu einem Mann, so als Style, wie zum Beispiel die High Heels bei einer Frau. Ja, weil Waffen Angst einflößen, Waffen zeigen Macht, machen Menschen Angst. Der Meinung bin ich nicht. Ein richtiger Mann kann sich auch anders wehren und nicht nur mit Waffen. Waffen an sich, wenn man so eine Waffe in der Hand hat, ist es sicherlich schon männlich, ja? In meinen Augen, die Waffen haben, verstecken sich so hinter den Waffen und so auf gut Deutsch gesagt sind es für mich so kleine Pussys, sage ich jetzt einfach mal. Haftbefehl hat ja Wurzeln der Türkei. Denkst du, in seinem Kulturkreis haben Waffen eine andere Bedeutung als zum Beispiel hier in Deutschland? Ja, ganz andere Bedeutung. Weil da unten, Arabien und so, da ist es ganz anders. Die Menschen sind auf der Straße, die sind quasi mit Waffen aufgewachsen. Da lernt ein 5-jähriges Kind, wie man eine Waffe ladet und entladen kann, weißt du? Und die haben halt andere Kultur, andere Mentalität. Da heißt es nicht, Polizei beschützt dich, da heißt es, jeder guckt auf seinen Arsch. Ja, ich denke, in der Türkei ist viel mehr erlaubt als hier in Deutschland. Hier in Deutschland ist ja fast alles verboten und er hatte schon, glaube ich, schon mit, da wo er klein war, mit Waffen hantiert. Ich denke eigentlich nicht, nee. Also ich denke, die Welt ist inzwischen so viel kulturiert oder so sehr kultiviert, dass es inzwischen nicht mehr der Fall ist, dass Waffen in einer anderen Kultur oder in einem anderen Land irgendwie eine andere Stellung haben. Also ich war ja schon oft in Türkei und da laufen die Soldaten ja auch mit ihren AKs und was für Waffen die da haben rum. Also da sind sie schon so ein bisschen offener, was das Thema angeht. Übernimmt, wir ficken deine Jungs, weil du weißt, wer wir sind. Wer wir sind, doch kein Messer oder Schlagstock, du laufst.